bei mir hat sich das zum Beispiel so stark verschoben jetzt seit den letzten 1 bis 2 Jahren. Ich habe früher, wo ich noch weniger Verpflichtungen hatte, habe ich wirklich immer morgens nüchtern direkt nach dem Aufstehen trainiert. Aber mittlerweile, ich bin einfach so ein Typ, ich muss erst einen Großteil so von meiner Arbeit geschafft haben, bevor ich mich ins Training kämpfen Ja, kann. das ist ganz lustig. Ist bei mir ähnlich. Bei mir ist so, dass ich nicht direkt nach dem Aufstehen oder innerhalb der ersten Stunde ins Training kann, weil ich dann ein ähnliches Gefühl habe, dass ich so unproduktiv war bei anderen Lebenslagen, dass ich mir jetzt das Training erlauben kann. Ich mache das tatsächlich meistens so, dass ich so um 7 aufstehe und dann so von 7:30 Uhr bis um 10 meistens eben Mails beantworte und dann ein bisschen was für die Thesis mache. Dann habe ich so das Gefühl, dass ich schon so ein bisschen was geschafft habe, dann und gehe dann ins Training und dann passt es schon, aber sonst geht es mir da auch relativ ähnlich eigentlich. Aber das liegt auch bei mir so ein bisschen dran, dass ich eher so der Morgenmensch bin. Heißt, ich bin morgens deutlich produktiver als nachmittags oder abends. Deswegen muss ich das auch ein bisschen ausnutzen, zumindest. Ich komme erst vormittags so richtig in Hochform. Also ich brauche morgens nach dem Aufstehen wirklich erstmal 1 bis 2 Stunden. Ich setze mich zwar relativ schnell auch an die Arbeit, aber ich merke so für mich von der Produktivität her, ich brauche nach dem Aufstehen erstmal so eine gewisse Zeit, bis ich da so richtig auf der Höhe stehe. Ja. Ist auch jeder Mensch irgendwie ein bisschen anders, ne? Ja. Bei mir verschiebt sich das auch immer so ein bisschen. Also es kommt auch immer so ein bisschen auf die Trainingsphase an, vielleicht auch auf die Trainingswoche. So am Anfang des Zyklus zum Beispiel, da kann ich das Training auch dann oft ganz gut hinten einfach erstmal halt so die ganzen Coaching-Sachen und so weiter erledigen und dann so das Training als letzte Instanz des Tages dann noch so angehen. Aber je fordernder das Training dann auch irgendwo mental wird, ja, desto eher will ich das dann früh im Tag erledigt haben, weil ich da einfach noch die Absolut, meisten ja. Kapazitäten habe, ne? Ja, das Also ist es ist manchmal. immer so ein bisschen ein Dilemma, weil ich habe auch immer im Kopf, wenn ich eine relativ anspruchsvolle Einheit vor mir habe, dass ich die ganze Zeit die Bewegungen durchgehe und überlege, wie ich mich aufwärme und wie die Lifts letztendlich ausfallen könnten. Und wenn ich das nicht aus dem Weg bekomme, indem ich sozusagen das Training auch wirklich hinter mich bekomme, das ist auch eine Sache, die dann teilweise sogar mit meiner Produktivität so ein bisschen im Zwiespalt steht. Ja, das ist ganz lustig. Ja, Da voll. lernt man sich auch ein bisschen so selber kennen, wenn man nicht den kompletten Jay Cutler Lifestyle leben kann und nur trainiert und isst. Ja, das wäre schon was, ne? Das, Ja. ja. Ja, Oh da haben wir uns früher noch zur Schulzeit bewegt, auf jeden Fall. ja, oh Ja, ja. ja, Das das war ist schon die. geile Zeiten, wenn du mal zurückdenkst, wie unbeschwert die ersten Trainingsjahre waren. Also wir Ja. haben uns einfach so eine geile Zeit, jedes Auf jeden Mal Fall. ins Gym gegangen, komplett zerlegt. Und ja, war Das war anders. Ist einfach anders, wenn du vor hätte der man Schule bist. damals man hätte man damals mal das Trainingswissen von heute gehabt, ne? Das wäre was Ja. Wildes gewesen. Da Ja. hätte man auch richtig was draus machen können aus der Situation, also. Bei der jüngeren Generation ist das jetzt schon ein bisschen anders. Also Ey. die Generation, die so 5 Jahre vor uns oder nach uns gekommen ist, beziehungsweise, die hat schon einen anderen Ausgangspunkt. Wobei ich Krank. das eigentlich auch ganz cool finde, dass man einfach so gewisse Fehler durchgegangen ist, die andere jetzt nicht mehr machen müssen, aber man selbst einfach dafür dann den anderen Weg viel mehr genießen kann. Da habe ich mich mit Luis Widerski auch schon drüber unterhalten, weil wo ich angefangen habe, mit ihm zusammenzuarbeiten, war es so, dass der Luis davor den kompletten Bro-Lifestyle gelebt hat. Also der hatte keine Ahnung, dass Kalorien überhaupt eine Sache sind, also dass die von Relevanz sind. Der hat einfach nur clean gegessen. Und immer das Gleiche. Und er meint halt jetzt auch im Nachhinein, dass er das grundsätzlich nicht missen will, weil er jetzt halt mittlerweile so mit Leichtigkeit durch diesen ganzen Prozess geht. Und wenn du halt diese Erfahrung davor nicht gemacht hast, ist es zwar auch cool, wenn du direkt auf dem richtigen Weg quasi bist, aber du hast halt auch nicht diesen Kontrast. Ich Deswegen. hab's genauso, Mann. Während meiner Schulzeit war das auch ähnlich. Also meine Mama hat sich jeden Morgen an den Herd gestellt, mir Masthuhn gekocht, dazu Reis und Gemüse und dann habe ich das in drei Tupperdosen gepackt und dann wurde halt direkt so in der ersten Pause dann schon direkt die erste Box vernichtet und Ja. das ja, ging dann eigentlich jeden Tag so. Also es war schon lustiger in der Anfangsphase. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ey. Ja, schon. Aber Freddy, es ist schon so, wie du sagst, also ich würde dem auch voll zustimmen, dass es gar nicht so verkehrt ist, auch mal viel falsch zu machen die ersten Jahre. Ja. Weil ich muss auch sagen, dass das in der Gesamtlaufbahn schon ziemlich prägend war.
Weil was du halt damals wirklich einfach, was im Vordergrund stand und was du damals wirklich gelernt hast, ist einfach wirklich hart zu arbeiten im Training und irgendwo das Ganze mit Passion auch auszuführen. Ja. Und das sind so schon ziemlich wichtige Qualitäten, die die ersten Jahre so vermittelt haben eigentlich. Auf jeden Fall. Also ich glaube, es kann halt oft verloren gehen, wenn du von Anfang an die Sache ziemlich quantifizierst und nur auf Zahlen gepolt bist und nicht so wirklich auf das Gefühl, was du im Prozess entwickelst oder was du gegenüber von diesem Sport so für dich herausfindest, was wirklich deine Leidenschaft ist in diesem Kontext. Ich glaube, dass das schon ein bisschen verloren gehen kann. Wobei ich jetzt halt auch sage, dass so diese Wissenschaftsseite in Bezug auf dieses evidenzbasierte Arbeiten, das ist ja auch keine Sache, die in Stein gemeißelt ist. In 10 Jahren wird 20% der Sachen, die wir aktuell machen, auch wahrscheinlich anders sein. Und ich glaube, deswegen bist du immer in so einem gewissen Prozess, wo du dann im Nachhinein sagst, okay, das hätte ich nicht so gemacht. Mhm. Genauso, wenn ich jetzt auf meine ersten beiden Vorbereitungen zurückschaue, da war ich auch schon, da kannte ich auch schon 3DMJ, da kannte ich auch schon Brad Schönfeld und was weiß ich. Aber ich würde trotzdem viele Dinge nicht mehr so machen, wie ich sie damals gemacht habe. Und ich glaube, das wird, auch wenn wir es uns jetzt nicht so vorstellen können, wird es trotzdem in ein paar Jahren, vielleicht nicht mehr so schnell, aber in ein paar Jahren bei gewissen Punkten zumindest auch so sein. Ja, mit Sicherheit. Deswegen muss man sich immer, finde ich, so ein bisschen zufrieden geben mit dem, dass man immer so ein bisschen im Dunkeln tappt und nie zu 100% überzeugt oder sicher sein kann, dass das, was man gerade macht, wirklich optimal ist, weil das halt einfach auch nur ein utopischer Gedanke ist, dass man alles perfekt macht zu jedem Zeitpunkt. Ja, yeah. Das ist ein mega guter Punkt. Ja, ich sehe da auch voll gerade so ein bisschen den Trend, dass viele Athleten da einfach sehr stark dazu tendieren, viele Dinge quantifizieren zu wollen. Dass jetzt halt immer so angeschaut wird, okay, was ist das optimale Volumen? Und man setzt sich vielleicht gar nicht mehr so mit seinen eigenen Empfindungen so auseinander. Ich sehe das ganz oft, wenn ein Klient zum Beispiel auch zu mir kommt und er mir dann erstmal so seinen Plan schickt, dann ist es meistens auch immer so ein vorgefertigtes Trainingsprogramm, was dann zum Beispiel ein Akkumulations- zu Deload-Verhältnis von 4:1 irgendwo vorsieht. Und die Person meint dann, jede vierte Woche einen Deload nehmen zu müssen. Und wenn ich dann mit dem Klienten dann den ersten Zyklus angehe, dann kann er auf einmal über 8-9 Wochen progressiv härter trainieren und braucht den Deload zum Beispiel gar nicht. Also ich glaube, jetzt so durch dieses ganze Programming-Thema und der Fokus auf die Trainingsvariablen, das führt halt eben auch dazu, dass dann sich vielleicht auch mit dem Plan gar nicht mehr so auseinandergesetzt wird, sondern vielmehr es einfach ausgeführt wird, ohne dann auch selber zu schauen, okay, wie reagiere ich im Endeffekt da drauf und was kann ich da vielleicht noch optimieren? Absolut. Vor allem, was mir da immer so in den Kopf schießt, ist, dass diese Leitlinien, die wir irgendwo aus der Wissenschaft herausziehen, basieren ja immer auf Durchschnittswerte. Heißt, wenn wir uns zum Beispiel diese Volumenempfehlungen von 10 bis 20 Sätze anschauen, wenn wir uns anschauen, wie der Durchschnitt auf Muskelversagen reagiert, ist das zwar immer eine gute Ausgangsposition, irgendwo die eigene Trainingsplanung auszulegen, aber es hat einfach keine Aussagekraft dem gegenüber, wie ich dann tatsächlich in der Realität gegenüber einem gewissen Stressor reagiere. Und das ist dann halt genau ein ähnliches Problem, wie wenn ich sage, nach 4 Wochen wird ein Deload gemacht, weil das ist das beste Verhältnis, weil ich es vielleicht bei Person XY gesehen habe oder bei Person XY mit x-beliebigen Personen die Erfahrung gemacht hat. Aber für mich persönlich ist es durch meine Umstände vielleicht suboptimal. Was auch nicht schlecht ist, weil es ist ja auch irgendwo nur so eine Entwicklungsstufe. Du hast davor vielleicht gar keine Deloads gemacht, hattest kein Verständnis darüber, dass irgendwo Stressmanagement ein Faktor ist, der so in diesem Trainingsprozess eine wichtige oder entscheidende Rolle spielt. Und jetzt bist du an dem Punkt, aber du weißt halt noch nicht genau, wie du das für dich selbst einordnen sollst. Und dann kommt halt die nächste Stufe, wenn du dann vielleicht mit einem Coach arbeitest, wenn du mehr auch auf deine subjektive Reaktion irgendwo achtest und da das Ganze dokumentierst. Ich meine, durch das sind wir auch alle gegangen. Ja. Ja. Ich merke vor allem, je länger ich trainiere, dass irgendwo mittlerweile, es basiert natürlich alles stark irgendwo auf Daten auch aus dem Training, aber ich merke mittlerweile, dass ich mittlerweile auch viel mehr so ein bisschen das Körpergefühl auch in den Vordergrund stelle.
So, oder je erfahrener du wirst, desto mehr weißt du auch, wie ob sich einzelne Übungen zum Beispiel einfach gut anfühlen für dich. Du kriegst auch ein gewisses Gefühl dafür, wann du wirklich eine gewisse Belastung auch auf die Muskelfasern gebracht hast. Also gefühlt merke ich wirklich in einer Einheit, wo ich vielleicht auch noch nicht ganz viel Leistung abrufen kann. Ich habe ja zum Beispiel 4 vorgesehene Sätze und merke nach den 3 Sätzen, merke ich, dass ich auch nicht mal ganz viel Leistung abrufen kann und dass ich gefühlt eigentlich mit einem weiteren Satz nur noch weitere Muskelschäden provoziere. Also ist jetzt nur meine persönliche Wahrnehmung. Aber es ist ganz interessant. Ja, das ist ein interessanter Punkt. Ich glaube halt, dass sowas zum Beispiel eine Sache ist, wo wir einfach keine aussagekräftigen Richtlinien haben, die irgendwo Untersuchungen hergeben. Weil ich mich zum Beispiel auch schon gefragt habe, zum Beispiel bei Isolationsübungen am Ende vom Training, wenn du da teilweise einen Performance-Drop-Off hast von Satz zu Satz, der sich so im Bereich von 5 Wiederholungen bewegt, ob das gegebenenfalls auch schon ein Indiz dafür ist, dass halt einfach gewisse Fasern einfach nicht mehr rekrutiert werden und dadurch der Performance-Drop-Off so hoch ist. Aber das ist halt auch einfach nur deine Spekulation. Mhm. Und da ist dann halt so die Frage, wie ordnest du das ein und was leitest du daraus ab? Mhm. Und ja, grundsätzlich ist es halt so, du musst halt einfach, wir haben einfach nicht Antworten auf alles und da ist halt so dieses Körpergefühl, wenn es irgendwo richtig eingeordnet wird, was ja auch irgendwo falsch ausgedrückt ist, weil wir wissen ja nicht, wie du es richtig einordnest an gewissen Stellen, aber wenn du irgendwo so diesen Prozess so bewusst durchläufst, dass du eben irgendwann vermehrt mit deinem Körpergefühl arbeiten kannst und daraus eben über die Zeit bessere Ergebnisse erzielst, ist es halt mindestens genauso wichtig wie diese wissenschaftlichen Erkenntnisse, weil du kannst zwar vermutlich davon profitieren, wenn du das machst, wovon der Durchschnitt auch profitiert, aber es sollte vermutlich nicht einfach der Endpunkt darstellen. Und das findest du halt einfach nicht raus, wenn du nicht angemessen dokumentierst und irgendwo auch so eine gewisse Selbstbeobachtung implementierst. Mhm. Ja, ich glaube, in der Hinsicht waren die ersten Trainingsjahre dann, glaube ich, bei uns allen auf jeden Fall recht prägend. Also ich habe zum Beispiel auch, ich sag mal, mit einem recht intuitiven Ansatz angefangen und einfach so ein bisschen trainiert, wie ich Bock hatte, hatte halt so mein Set an Übungen für einen Tag und die haben sich dann auch manchmal geändert. Aber ich habe das Ganze damals nicht so stark dokumentiert. Das war vielleicht so ein Ding, was ich jetzt auch rückblickend anders machen würde, dass ich direkt vom ersten Tag an mir genau aufschreibe, hey, was für ein Gewicht habe ich für wie viel Wiederholung bewegt. Ja. Und dass man da dann eben auch so den Überblick behält, aber auch jetzt vielleicht auch für Personen, die jetzt relativ neu in dem Sport sind, da kann man vielleicht auch am Anfang mal so ein bisschen herumexperimentieren, ein bisschen in den Prozess eben auch reinfinden und den Plan halt vielleicht auch so ein bisschen eben an seine Situation beziehungsweise an das Outcome eben auch anpassen, ne? Wenn man halt dann eben merkt, boah, ich bin noch mega ermüdet von der Einheit, die Muskulatur ist noch sore oder so, dann nimmt man halt noch den extra Rest Day und ja, trifft einfach logische Entscheidungen, aber die muss man halt auch irgendwo aktiv selber treffen, damit halt auch das Ganze dann zu einem Lernerfolg irgendwo auch führt. Wenn du halt einfach schon diesen vorgefertigten Trainingsplan von jemand anderem bekommst und diese Entscheidung nicht mehr selber triffst, ne, dann geht da vielleicht auch immer so ein bisschen eigene Erkenntnis verloren hier und da. Auf jeden Fall. Ja, also ich würde dazu auch sagen, man sollte sich halt nicht nur komplett auf den Coach verlassen, sondern man sollte auch selbst seinen Kopf auch ein bisschen anstrengen im Training und auch so ein bisschen auch auf sein Körpergefühl achten und sozusagen nicht immer nur stur und strikt den Plan ausführen, sondern ja, da halt auch so ein bisschen die eigene Wahrnehmung mit reinnehmen. Ja, und das verbessert sich, glaube ich, auch immer im Laufe einer Trainingskarriere enorm. Ne? Man ist dann immer in der Lage, bessere Entscheidungen zu treffen und ja, finde das auch ganz interessant. So, ich habe das Gefühl, dass sich jetzt auch zum Beispiel bei mir die Rate an Muskel auch nicht wirklich verlangsamt hat in den letzten Jahren, weil auch mein Training irgendwie immer besser geworden ist. Ich bin ein besserer Athlet geworden, konnte mich besser mit meinen Empfindungen auseinandersetzen, auch irgendwo mehr aus jedem einzelnen Arbeitssatz rausholen. Allein das Training wurde deutlich qualitativer, die Ansteuerung wurde besser. Ja.
Ja, und es ist irgendwie ganz witzig, wie ja sich das jetzt entwickelt. So, man geht ja irgendwo da immer davon aus, okay, die Rate an Zuwächsen, die halbiert sich irgendwie jedes Jahr oder so, es wird immer weniger. Ich kann jetzt nur von mir sagen, dass das jetzt über die letzten Trainingsjahre, glaube ich, nicht der Fall war. Nee. Also das kann ich nur so bestätigen. Ich muss sagen, seit meiner Hüft-OP Ende 2018 habe ich eigentlich so die beste Trainingsperiode in meiner ganzen Trainingskarriere gehabt. Nicht unbedingt, weil die Anpassungen am höchsten ausgefallen sind. Mhm. Wenn du es irgendwo im Kontext davon betrachtest, wie hoch die Anpassungsrate davor war, war sie höher als davor. Sie war vermutlich nicht so hoch wie zu dem Zeitpunkt, wo ich mit Training angefangen habe. Aber sie war höher als vor dem Zeitpunkt, wo ich schon mitten in meiner Trainingskarriere war. Das war halt auch schon so eine Periode, die mir einfach gezeigt hat, dass du einfach mit deinen Erfahrungswerten die du gesammelt hast, arbeiten musst, dass dir das halt enorm zugutekommen kann, wenn du eben nicht stur nach dem Optimum strebst, was vielleicht auch andere machen oder was andere für Auslegungen und Präferenzen haben, sondern wirklich irgendwo deine eigenen Daten mit den Daten, die aus dem Durchschnitt stammen, sozusagen kombinierst. Ich glaube, dass da einfach schon so der individuell beste Weg irgendwo entsteht, der eben gerade zu dem Zeitpunkt möglich ist, aus dieser Kombination. Auf jeden Fall. Ja, Frederik, du hast jetzt deinen letzten Bodybuilding-Wettkampf 2018, bist auch 2016 gestartet und befindest dich jetzt seit 2018 in der Off-Season. Hattest zwischendurch noch einen Powerlifting-Wettkampf gemacht in 2019, richtig? Ja, ich habe zwei Wettkämpfe gemacht im Powerlifting, genau. Aha. Das die Oberbayerische Meisterschaft und die Bayerische Meisterschaft. Und das waren beides Wettkämpfe, die quasi auch im Rahmen der Off-Season fürs Bodybuilding stattgefunden haben. Weil ich auch tatsächlich sagen muss, dass seit ich eben irgendwo den Schluss gefasst habe, dass ich auch im Powerlifting kompetitiv sein möchte, sich gar nicht so viel verändert hat. Also klar, ich habe hier und da den Topsatz in der jeweiligen Wettkampfübung, aber was so die grundsätzliche Auslegung angeht, ist es relativ identisch. Ich mache halt wahrscheinlich einfach mehr Isolationsübungen als jemand, der nur im Powerlifting tätig ist. Ja. Johannes hat sich ja jetzt auch wieder vermehrt dem Powerlifting verschrieben, habe ich zumindest in deiner Insta-Story so gesehen. Was ist da geplant? Du hast ja auch deinen letzten Powerlifting-Wettkampf 2018, bist aber 2019 dann auch im Bodybuilding gestartet. Ist jetzt der Plan, als nächstes wieder im Powerlifting anzutreten? Also ich habe für mich auf jeden Fall persönlich geplant, eventuell im Herbst nächsten Jahres auch tatsächlich wieder einen Kraft-3-Kampf-Wettkampf dort teilzunehmen. Bodybuilding muss tatsächlich sagen, dass vorerst mal nichts im Raum steht, wobei natürlich mein Training immer noch klar einen größeren Schwerpunkt auf Muskelaufbau hat. Aber ich muss tatsächlich auch sagen, dass jetzt gerade durch den Comeback Cup von Dedicated Sports, wo ich jetzt auch mit Frederik und zwei Athleten von uns zuletzt war, dass da wieder auch so ein gewisser Anreiz draus entstanden ist, auch wieder die Wettkampfübungen natürlich stärker zu machen. Was das jetzt bei mir konkret im Training verändert hat, das eigentlich nur, dass ich beispielsweise wieder die Kniebeuge regelmäßiger im Training ausführe, also mit einer höheren Frequenz und allgemein wieder mit einer entsprechenden Gewohnheit und Regelmäßigkeit. Ich habe zum Beispiel in der Vergangenheit oder seit meiner Prep letztes Jahr generell für die Beine sehr stark. Also die Kniebeuge war zum Beispiel immer ein fester Bestandteil von meinem Training. Die habe ich eigentlich über jetzt fast ein Jahrzehnt Training immer ein bis zweimal in der Woche ausgeführt. Und jetzt seit der Prep letztes Jahr bin ich mal ein bisschen weggegangen von dem Lift, einfach weil ich bei mir im Gym mittlerweile sehr gutes Equipment auch zur Verfügung habe und bin mal so ein bisschen mehr auf Geräte gegangen. Und hatte zwischenzeitlich, war einfach nicht so der Drive da, auch die Übung auszuführen. Und was sich für mich jetzt so ein bisschen verändert hat, ist, dass ich die Kniebeuge jetzt mit zwei Variationen zweimal in der Woche wieder ausführe. Und was jetzt auch eine größere Änderung ist für mich, dass ich den Competition Deadlift, das Sumo-Heben bei mir, jetzt wieder fest implementiert habe. Da habe ich vorher hauptsächlich mit Romanian Deadlifts gearbeitet und Variationen vom konventionellen Heben.
Ja, und generell würde ich vor allem auch sagen, dass bei der Bank war immer ein gewisser Schwerpunkt auch auf Maximalkraft, weil das einfach für mich persönlich neben Muskelaufbau, den ich gerade so im Bereich der Schwachstellen erzielen möchte, ist mir im Training vor allem wichtig, dass ich mal meine Bank ordentlich nach vorne bringe. Und weshalb ich auch sonst immer die Bank und Variationen davon regelmäßig ausgeführt habe und das dahingehend eigentlich auch immer ein gewisser Anteil auch mit höheren Widerständen ausgeführt wurde über die Woche. Mhm. Was ich jetzt auf der Bank nochmal so ein bisschen verändert habe, ist, dass ich jetzt zurückgekehrt bin zu einer Frequenz von 3-mal wöchentlich. Also ich habe so gesehen, in Summe trainiere ich die Bewegung öfter in der Woche. Mhm. Und habe dadurch natürlich auch nochmal einen höheren Arbeitsumfang innerhalb der Bewegung. Also ein paar mehr Sätze auf die Woche gesehen, auch jetzt mit der höheren Frequenz, ein paar mehr Variationen. Ich habe zum Beispiel vorher immer eigentlich nur pausiertes Bankdrücken gemacht. Jetzt habe ich mal sowas wie Pinpress mit reingenommen. Und ja, bin mal gespannt, was das so für Ergebnisse bringen wird über die nächsten Wochen und Monate. Nice, sehr interessant. Also hast du primär jetzt wieder so ein bisschen die Übungsauswahl manipuliert, kommst jetzt von einem ADL eher zu einem wettkampfspezifischen Sumo-Deadlift, machst jetzt wieder wahrscheinlich auch eher eine Low-Bar-Beuge. Ich weiß nicht, hast du vorher eher High-Bar gebeugt? Genau, also vorher, wo ich die Kniebeugen so einmal in der Woche gemacht habe, da habe ich meist auf eine High-Bar-Beuge oder ein Safety-Bar-Squat zurückgegriffen. Und jetzt habe ich sozusagen wieder meine Wettkampf einmal in der Woche, also gerade einmal die Woche Low Bar, einmal die Woche Safety Bar. Logischerweise dann der Tag mit der Wettkampfübung auch ein bisschen geringeren Wiederholungsbereichen, auch mit einem Topsatz, wo ich da wöchentlich arbeite, ein bisschen schwerer. Und ja. Nice. Also ich finde das echt bemerkenswert, dass man da auch mich würde auch einfach mal interessieren, wie du das schaffst, so von einem Training, was jetzt primär darauf ausgelegt ist, Muskelaufbau hervorzurufen, dann zu einem Trainingsstil überzuwechseln, welcher dann darauf ausgelegt ist, das Gewicht so effizient wie möglich von A nach B zu bewegen. Also ich bin zum Beispiel mittlerweile schon so festgefahren in so einer Technik, die halt möglichst stimulativ für die Muskelfasern ist, und jetzt irgendwie das komplett auszuschalten und mich nur darauf zu fokussieren, wirklich das Gewicht nach oben zu bringen. Also ich glaube, das würde mir zumindest extrem schwerfallen. Ich glaube, da muss man sich auch über die Zeit so ein bisschen hinarbeiten und die Technik wirklich über einen längeren Zeitraum nach und nach immer so ein bisschen anpassen. Ich glaube, also ich wüsste gar nicht, wie ich Low Bar beugen soll. Also ich so einem übelsten High-Bar-Squat wie so ein chinesischer Gewichtheber so ein bisschen und da dann komplett umzuschalten und einfach zu sagen, so, boah, ich bewege jetzt einfach nur das Gewicht von A nach B, würde ich, glaube ich, gar nicht mental irgendwie hinkriegen, also jetzt von jetzt auf gleich halt. Ja, also was man da vielleicht grundsätzlich anfügen kann, ist natürlich, dass du definitiv natürlich mehr Belastung beziehungsweise Range of Motion im Kniegelenk hast bei einer Halberbeuge als bei einer Lowerbeuge. Allerdings ist es auch nicht so, dass wenn du beispielsweise in deiner Offseason auch als Powerlifter einmal pro Woche eine Lowerbeuge ausführst, dass du keinen Stimulus auf die Quads bringst. Ja. Es ist halt einfach nur so eine gewisse Tendenz, die irgendwo zwischen den beiden oder vielmehr ein Kontinuum, was zwischen den beiden Übungen besteht, was eben Belastung im Hüftgelenk, also auch im Kniegelenk angeht, was sich auch zum Beispiel innerhalb einer Technik zwischen Individuen unterscheiden kann, je nachdem, was eben für Proportionen vorherrschen. Aber es ist natürlich so, dass du bei gewissen Wettkampfstilen, je nachdem, wie die Person eben letztendlich die Übung ausführt, dass da eine gewisse technische Effizienz gegeben ist, die oder gegeben sein sollte, wenn du eben Maximalkraft abrufen möchtest. Die vorher vielleicht noch nicht so da war, weil man diese Übungen vielleicht anders ausgeführt hat, einfach mit dem Hintergedanken beispielsweise mehr Range of Motion im jeweiligen Gelenk zu erzeugen. Und das sind dann halt gewisse motorische Lernprozesse, die stattfinden müssen, wobei man da auch sagen muss, je fortgeschrittener die Person ist und je länger die Person auch schon ähnliche Bewegungsmuster ausgeführt hat, desto kürzer ist zumeist auch der Zeitpunkt, bis die jeweilige neue Bewegung dann auch
relativ effizient abrufbar ist. Ja, ganz kurz, bei mir hat sich ein bisschen was an den Einstellungen verändert. Hört ihr mich noch gut? Ja. Ja, super. Wunderbar. Ja, ja. Ja, das ist mega interessant. Ihr beide habt ja eben da schon Powerlifting-Erfahrungen. Ich zum Beispiel noch gar nicht. Ich komme halt echt von so einem ewigen Hypertrophie-Fokus. Und ja, ich glaube, viel hängt auch einfach mit den Rep-Ranges zusammen. Die sind bei mir halt hoch. Ich mache halt nichts unter 5er-Reps. Dementsprechend ja, kommt's auch gar nicht dazu, dass ich jetzt bei einer Beuge so viel Load habe, dass ich jetzt meine Hüfte stark mit involvieren müsste. Ich glaube, das würde sich so ein bisschen von selbst ergeben, wenn man dann auch eine Zeit lang einfach mit etwas höheren absoluten Intensitäten dann eben auch arbeitet, weil wenn du halt dann einfach diese Last auf dem Rücken hast, dann ist es einfach nicht mehr so stark gegeben, dass du dich halt so gut auf die Ziehmuskulatur vielleicht auch fokussieren kannst oder den Lift jetzt möglichst spezifisch für ein Gelenk irgendwo ausführst, ne, dann merkt man auch einfach, okay, das Gewicht muss halt jetzt hoch und es ist auch dann erstmal nicht so relevant, wie ob das jetzt primär über das Kniegelenk stattfindet oder das Hüftgelenk. Man nimmt dann halt einfach so ein bisschen mit, was so geht, ne? Und ich ja, glaube, das ist ganz interessant, auch mal so in diesen niedrigeren Rep-Ranges zu arbeiten. Ich habe jetzt zum Beispiel auch relativ neu den Sumo-Deadlift drin. Und da wurde ich auch im Gym erstmal so ein bisschen komisch angeguckt. Viele fragen so, machst du jetzt Powerlifting? Und nee, ich habe dann nur gesagt, so nee, ich trainiere hier nur Achter und Zwölfer und so. Das ist mir alles halb so wild. Ja, deswegen glaube ich, dass ja die Rep-Range dementsprechend auch da relativ entscheidend ist. Johannes hatte eben ja schon Top- und Back-Off-Sätze angesprochen. Das finde ich auch ein ganz interessantes Thema, weil man hat ja da die Möglichkeit, auch ein größeres Wiederholungsspektrum innerhalb einer Einheit oder für eine gewisse Übung zu integrieren. Wo seht ihr da vielleicht potenzielle Vorteile, dass man dann sagt, okay, ich will innerhalb der Einheit, weiß nicht, einfach ein größeres Spektrum an Wiederholungen mitmachen? Oder was ist jetzt der Vorteil, dem Ansatz gegenüber, dass man sagt, okay, wir trainieren vielleicht montags dann die Dreier-Reps und am Donnerstag dann die Zehner oder so. Ja, also was man da grundsätzlich sagen kann, ist, dass der Intensitätsbereich, der letztendlich im Powerlifting bei den Wettkampfübungen gewählt wird, auch irgendwo davon abhängig, wie nah ich mich an einem Wettkampf befinde oder auch nicht, zumindest im Durchschnitt. Es gibt auch definitiv Personen, die beispielsweise eben Powerlifting ausüben und deutlich besser auf niedrigere Intensitäten, also etwas höhere Wiederholungsbereiche reagieren als auf höhere Intensitätsbereiche, was vielleicht erstmal so ein bisschen konträr zu dem klingt, was man erwartet bei einem Powerlifter beziehungsweise bei einem Training, was auf Powerlifting ausgerichtet ist. Aber da gibt es definitiv schon irgendwo Unterschiede in der Stressantwort sozusagen, wenn ich einen Stimulus setze, zwischen Individuen. Die Top-Sätze sind grundsätzlich einfach ein Tool, die beispielsweise ermöglichen, dass ich in einem höheren Intensitätsbereich, also sagen wir beispielsweise 85% des jeweiligen 1RMs und darüber, auch in der Off-Season einzelne Sätze ausführe, um eben diese Spezifik im Sinne von zum einen der Bewegungsausführung, also der jeweiligen Wettkampfübung, als auch dem Intensitätsbereich, was ich am Wettkampf abrufen muss und eben auch der Bewegungsgeschwindigkeit, die bei einem 1RM-Versuch notwendig ist, dass ich das eben auch bis zu einem gewissen Teil in der Offseason beibehalte, wobei man da auch sagen muss, dass es wieder nur auf den Durchschnitt bezogen, dass diese Top-Sätze zumeist in einem geringeren Ausmaß beziehungsweise in einer geringeren Häufigkeit stattfinden im Vergleich zu einem Peaking, also in einem Trainingsblock, wo man eben bewusst die Intensitäten normalerweise anhebt, also die absoluten Intensitäten und das Volumen heruntersetzt. Und in einer Offseason ist es eben so, dass du normalerweise auch als Powerlifting den größten Fokus auf Development hast, also quasi einfach auf dem Aufbau von Magermasse, weshalb sich da auch das Training sehr, sehr stark zwischen einem Bodybuilder und einem Powerlifter überschneiden kann und die Übergänge eigentlich nur fließend sind, sich vielleicht hier und da in der Bewegungsauswahl unterscheiden, hier und da eben auch mit Top-Sätzen, die in einem
auf rein Hypertrophie ausgerichteten Training vermutlich nicht so häufig stattfinden oder überhaupt nicht stattfinden. Und diese Top-Sätze sind aber trotzdem in der Off-Season eben eine Möglichkeit, um so ein gewisses Maß an Spezifik sozusagen beizubehalten und dadurch in diesem Bereich auch in Anführungsstrichen oder in einfachen Worten ausgedrückt frisch zu bleiben. Mhm. Und die Frequenz von diesen Top-Sätzen kann sich zum einen natürlich von Individuum zu Individuum unterscheiden. Heißt, manche Individuen reagieren sehr gut darauf, wenn du eben sehr häufig Top-Sätze hast. Und manche Individuen reagieren viel besser darauf, wenn du noch viel mehr den Fokus darauf legst, eben in moderateren Bereichen zu arbeiten, die eben auch für Hypertrophie möglichst effizient sind. Mhm. Ja, wir hatten auch in der Episode 25, das war die Einzel-Episode mit dem Johannes, eben auch so ein bisschen da über das Training eines Powerlifters in der Offseason gesprochen, und da sind wir auch eben zu dem Schluss gekommen, dass man je weiter man dann letztendlich vom Wettkampf weg ist, desto spezifischer sollte man eben auch für Hypertrophie irgendwo trainieren. Und ja, da macht es natürlich dann auch Sinn, wie gesagt, wie du eben schon angesprochen hast, eben auch so eine gewisse Spezifik dann eben auch in dieser Phase eben beizubehalten, vielleicht hier und da immer noch so ein paar Triples oder so im Plan mit drin zu haben, aber sich trotzdem größtenteils dann eben auf die Hypertrophie dann zu können. Aber was ich jetzt so in letzter Zeit observiert habe, ist, dass auch bei reinen Bodybuildern so dieses Top- und Back-Off Set-Prinzip sehr, sehr beliebt geworden ist. Mhm. Ich find's interessant, weil für mich ist das jetzt in erster Linie nur eine Periodisierung der Rep-Range innerhalb der Einheit. Und wenn's jetzt darum geht, Hypertrophie zu verursachen, dann sehe ich da jetzt keinen direkten physiologischen Vorteil. Mhm. Ich denke mir halt, okay, wenn du jetzt dein Top-Set in einer 5- bis 8er Range hast und danach deine drei Back-Off-Sets in einem 8- bis 12er Bereich machst, dann kannst du natürlich auch einfach einen Tag dann diesen 5 bis 8ern widmen und dann am anderen Tag innerhalb der Trainingswoche dann die 8 bis 12er ableisten. Aber das Ganze kann vielleicht auch ja so einen gewissen mentalen Vorteil bieten, je nach Athlet. Das wäre natürlich so eine Sache, ne? Wenn man dann den ersten Satz hat und man da einfach ein bisschen schwerer trainiert, dann fühlt sich das Gewicht danach vielleicht auch subjektiv nochmal ein bisschen leichter an. Mhm. Wie relevant das jetzt für einen verbesserten Muskelaufbau ist halt fraglich. Ich weiß nicht, was denkt ihr dazu? Ja, also ich beginne vielleicht mal mit der Antwort, dann lasse ich den Johannes den Zug. Also ich sehe es grundsätzlich genauso, wie du angesprochen hattest. Wenn wir uns in einem Intensitätsbereich von ungefähr 5 bis 20 Wiederholungen befinden und ausreichend nah am Muskelversagen trainieren, wird eben der Effekt auf die Proteinsynthese vermutlich vergleichbar sein oder eben nicht signifikant unterschiedlich. Und dementsprechend ist es vermutlich aus beinphysiologischer Sicht oder beinbezogen auf Muskelaufbau nicht zum Vorteil, wenn ich eben mit Top-Sätzen und Back-Off-Sätzen arbeite. Was allerdings definitiv der Fall ist, und die Erfahrung habe ich auch gemacht, so wie du es letztendlich schon angesprochen hattest, dass das Ganze reinbezogen auf Bodybuilding eben auch mentale Vorteile haben kann, weil du zum einen eben mit einer höheren absoluten Intensität arbeitest und dadurch eben das Gewicht, was du danach verwendest, eben vermutlich eher in einem moderateren Wiederholungsbereich, sich einfach leichter anfühlt, als wenn du beispielsweise direkt in diesem Gewicht übergehen würdest. Das hast du beispielsweise auch im Powerlifting, wenn du ein Double oder ein Triple ausführst und danach in den Bereich von, weiß ich nicht, 6 bis 10 Wiederholungen mit der gleichen Übung gehst, wird sich das Ganze einfach leichter anfühlen und hat vielleicht sogar im Rahmen von dem sogenannten PAP-Effekt einen Vorteil hinsichtlich der Performance. Heißt, du kannst vielleicht sogar mehr Wiederholungen mit dem jeweiligen Gewicht abrufen, als wenn du diesen Top-Sets eben nicht gemacht hättest. Im Bodybuilding ist es, wie gesagt, so, dass ich physiologisch da keinen Vorteil sehe. Mental, wie gesagt, schon, weil das Gewicht sich eben vermutlich auch leichter anfühlt und weil es andererseits das Training auch etwas interessanter machen kann. Mhm. Und wenn du so grundsätzlich dir dieses Konzept von Stress und Adaption anschaust, hast du eben auch beziehungsweise ist dieser Effekt der psychologischen Seite oder der mentalen Herangehensweise an das Training auch enorm entscheidend, wie ich letztendlich das Training wahrnehme, wie ich letztendlich die Einheit angehe und wie viel Stress
subjektiv auch die Einheit für mich erzeugt. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich zum Beispiel mit diesem Top- und Back-Off-Satz-System mehr Spaß im Training habe und gleichzeitig aber vermutlich rein physiologisch betrachtet die gleichen Effekte daraus ziehe, ist es vermutlich einfach auch mittelfristig physiologisch von Vorteil, weil ich einfach subjektiv gesehen eine geringere Stressantwort habe, die sich eben auch dann körperlich auswirkt auf die Regeneration. Da gewisse Vorteile. Weshalb das sicherlich bei vielen Individuen, zumindest habe ich die Erfahrung auch so gemacht, eben von Vorteil sein kann, wenn du eben bei Grundübungen oder Mehrgelenksübungen mit diesem System arbeitest, sofern du eben in einem sehr, ja, effizient hinsichtlich Muskelaufbau ist. Ja, dem würde ich eigentlich soweit zustimmen. Generell gibt es ja auch verschiedene Generell gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, wie du Top- und Backoff-Sätze gestalten kannst. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Powerlifter hernimmst, der wird vermutlich jetzt ein Top-Set auch mit einem relativ geringen Wiederholungsbereich beginnen, wo er einfach im Verhältnis mit einer höheren absoluten Intensität, mit einem hohen externen Widerstand arbeitet. Und dann vermutlich das Back-Off-Work in ein bisschen moderateren Wiederholungsbereichen halten. Wenn du es jetzt wirklich auf Muskelaufbau beziehst, denke ich auch, dass da generell kein Unterschied besteht, ob du jetzt zum Beispiel einen Satz in einem bisschen moderateren Wiederholungsbereich hält, zum Beispiel du machst einen Satz mit 5 bis 8 Wiederholungen, während du deine restlichen 2 bis 3 Sätze vielleicht bei 8 bis 12 Wiederholungen hältst. Mhm. So gesehen ist einfach davon auszugehen, dass wenn die relative Intensität, die Nähe zum Muskelversagen, in ausreichend hohem Maß gestaltet wird, dass auch irgendwo das Muskelwachstum über die Sätze in ähnlichem Maß angeregt wird. Generell würde ich auch sagen, wie Frederik schon meinte, dass dieser psychologische Faktor da sehr, sehr wertvoll ist. Und generell denke ich, dass auch nicht verkehrt ist, so einfach eine gewisse Variation auch zu haben in der Einheit selbst oder über die Woche, was jetzt Wiederholungsbereiche in der Übung zum Beispiel angeht, weil das zum Beispiel auch so einfach den Spaßfaktor im Training ein bisschen besser aufrechthalten kann. Es wirkt auch so ein bisschen Monotonie entgegen und es kann natürlich auch so sein, dass du so die potenziellen Vorteile von verschiedenen Wiederholungsbereichen, dass du das einfach so gut über die Woche vereinen kannst. Mhm. Ja, aber man kann es natürlich total unterschiedlich auslegen. Also du kannst jetzt wirklich in eine Einheit gehen und nur Sätze innerhalb von einem gewissen Wiederholungsbereich ausführen. Du kannst aber zum Beispiel auch, wie jetzt bei dem Beispiel von dem Powerlifter, zum Beispiel mit einem Topsatz mit ziemlich wenig Wiederholungen arbeiten, kannst aber den Rest deiner Arbeit dann sage ich mal auch in sehr hohen Wiederholungsbereichen stattfinden lassen, dass du vielleicht deine restlichen Sätze oder an dem Tag, dass da so ein bisschen der Schwerpunkt drauf liegt, auch Volumen zu akkumulieren in der Übung und dass du da dann zum Beispiel dein Backoff-Work bei 6 bis 10 Wiederholungen auch hältst. Also da gibt's wie gesagt für verschiedenste Möglichkeiten, wie man das auch über die Woche für das Individuum kann. Was mir so auch noch einfällt, was vielleicht ein ganz interessanter Punkt ist, wenn du jetzt auch als reiner Hypertrophieathlet zum Beispiel bei einer Mehrgelenksübung mal mit einem Topsatz arbeitest, der ein bisschen schwerer ist, dass du auch in dem Satz vielleicht so ein bisschen stärker das Loading über die Wochen pushen kannst. Wobei natürlich auch vorausgesetzt sein sollte, dass du auch in den Sätzen mit den höheren Wiederholungszahlen, dass du da natürlich auch mit einer beständigen Technik natürlich arbeitest. Mhm. Das muss natürlich auch Voraussetzung sein. Ja, sehr, also sehr wertvolle. Meine Gedanken dazu. Finde ich nice. Ja, auf jeden Fall sehr wertvolle Inputs von eurer Seite. Ich muss sagen, dass ich da jetzt gerade so ein bisschen gegen den Strom schwimme. Ich mache genau das Gegenteil von Top- und Back-Off-Sätzen. Ich arbeite aktuell mit einer abfallenden relativen Intensität im Laufe der Sätze, also mit Descending RERs. Ich starte also meinen ersten Arbeitssatz bei einer gewissen Übung, jetzt zum Beispiel mit 4 RER, den zweiten mache ich dann bei 3 und meinen letzten Arbeitssatz dann bei 2. Und das wäre ja genau das Gegenteil. Also da wäre der
zumindest auf dem Papier der forderndste Satz, der letzte Satz, den wir dann eben also am nächsten ans Muskelversagen. Und das, muss ich sagen, gefällt mir persönlich richtig, richtig gut. Mhm. Ich meine, ich kann natürlich auch sehr gut den Ansatz verstehen, dass man sagt, okay, wenn ich ins Gym gehe, direkt der erste Satz, der muss richtig knallen. Aber ich mag es sehr, sehr gerne, mich da auch so von Satz zu Satz, sage ich mal, so ein bisschen in die Übung reinzuarbeiten, den ersten Satz noch ein bisschen konservativer zu halten und dann wirklich zu sagen, okay, beim letzten Satz, da gehe ich dann aufs Ganze irgendwo. Ja. Das gefällt mir zum Beispiel richtig, richtig gut. Und das ist auch so ein Ansatz, der, glaube ich, bisher noch recht wenig Beachtung geschenkt bekommen hat. Ja. Klar, so diese Top- und Back-Off-Sätze, ne, das ist natürlich so ein heroischer Ansatz, ne? Du hast dann halt dein Top-Set, wo du dann die Bestleistung aufstellst und die dann konstant immer verbesserst. Aber ja, da wollte ich auch einfach noch mal so ein bisschen den Ansatz, den ich gerade fahre, schildern, was ja im Prinzip genau das Gegenteil ist. Und das funktioniert für mich auch wirklich wunderbar. Absolut, also wenn du kannst das letztendlich für mein Verständnis, dieses System kannst du auf Powerlifting ausrichten, als auch auf Bodybuilding. Im Bodybuilding kannst du eben beispielsweise versuchen, wenn du drei Sätze akkumulierst, was ich übrigens früher auch in ähnlicher Weise gemacht habe, dass ich beispielsweise bei einer Übung statt einer spezifischen RPE eine Range hatte, zum Beispiel RPE 6 bis 8, und eben ein spezifisches Gewicht und eine spezifische Wiederholungszahl und mit dieser Wiederholungszahl sozusagen auch automatisch von Satz zu Satz eine aufsteigende RPI hatte. Was man jetzt da im Kontext Muskelaufbau betrachten kann, ist vor allem die relative Intensität. Heißt, wenn ich zum Beispiel im Bereich von RPI 6 bis 8 arbeite, habe ich vermutlich einen ähnlichen Stimulus, wenn ich über die Satzanzahl einfach bei einer RPI 7 verbleibe. Heißt, ich akkumuliere bei jedem, beziehungsweise ich gehe bei jedem Arbeitssatz bis zu 3 Reps in Reserve, was im Durchschnitt ungefähr dann auf den gleichen Stimulus, vermutlich zumindest, kommt natürlich wahrscheinlich auch auf die Übung drauf an und den Intensitätsbereich, was ungefähr auf den gleichen Stimulus hinauslaufen könnte. Es hat aber beides Vor- und Nachteile. Vorteil ist sicherlich, dass du nicht so autoregulativ arbeiten musst von Satz zu Satz. Heißt, du musst bei einer fixen RPI natürlich irgendwo schauen, dass du zum einen in der Wiederholungsspanne bleibst, indem du das Gewicht richtig adjustierst. Wenn du eben im vorherigen Satz merkst, okay, ich bin jetzt vielleicht schon am unteren Ende der Wiederholungsspanne angekommen, aber du hast eben den Vorteil, dass du sozusagen mehr Autoregulation innerhalb eines Satzes hast, weil du eben die spezifische relative Intensität anstrebst und dadurch sozusagen von Einheit zu Einheit einzelne Sätze miteinander vergleichst, als eben nur dieses gesamte System, wo du sozusagen mit einem Gewicht und einer Wiederholungszahl über eine gewisse RPE-Range arbeitest. Hinsichtlich des Stimulus glaube ich, dass es sehr identisch ist. Ich denke, dass da eben auch ähnlich wie bei dem Thema Top- und Back-Off-Sätze die Psychologie irgendwo eine Rolle spielt oder mehr dieser mentale Aspekt. Und beim Powerlifting ist es eben ähnlich. Da hast du zum Beispiel zu den Top-Sätzen das Pendant der Ramp-Up-Sätze, wo du eben auch nicht gleich mit dem Satz anfängst, wo du bei der höchsten absoluten Intensität beginnst, heißt mit dem höchsten Gewicht und der höchsten relativen Intensität, heißt beispielsweise, wenn du ein Triple für eine RPI 8 machen möchtest und danach vielleicht Back-Off-Sätze, gehst du eben so vor bei den Ramp-Up-Sätzen, dass du dich eben vielleicht mit Triples bei einer RPI 6 erst einfindest, dann mit einem Triple bei RPI 7 und dann als letzten Satz ein Triple bei RPI 8, um eben auch diesen potenziellen Vorteil mitzunehmen, dass du dich sozusagen erstmal rantastest und dann im letzten Satz den schwersten Satz quasi akkumulierst. Wobei man da dann auch vermutlich davon ausgehen kann, dass es physiologisch keine Unterschiede hervorbringt, aber dieser mentale Aspekt einfach sich da zwischen Individuen unterscheiden kann. Und das ist dann halt einfach auch so eine gewisse Erfahrungswerte selbst sammeln muss, um wirklich bestimmen zu können, was sagt mir zumindest in meiner aktuellen Situation mehr zu und was bringt mir auch persönlich mehr Freude. Und das ist dann für mich zumindest so der entscheidende Punkt auch, für welches System ich mich entscheiden sollte, zumindest in der jeweiligen Situation. Ja. Also ich war das ja so, Freddy, dass wir das zu Anfang, so in den ersten Trainingsjahren, dass wir die Mehrgelenksübungen auch mehr mit dieser Herangehensweise geprogrammt haben.
wo du sozusagen mit einer fixierten Satzzahl, einer fixierten Wiederholungszahl arbeitest, dann wählst du eben das Arbeitsgewicht so, dass der erste Arbeitssatz ein bisschen weiter entfernt vom Muskelversagen ausgeführt wird und dass du dann über die Sätze, wenn du das Gewicht und die Wiederholungszahl gleich hältst, dadurch, dass natürlich Ermüdung nach den Sätzen entsteht, steigt dann natürlich, also steigt natürlich die relative Intensität an über die Sätze. Wo ich da gewisse Vorteile sehe, ist es auch ziemlich individuell, also je nachdem, was man für eine Zielsetzung hat mit der Person oder wo sie vielleicht individuell Defizite besitzt, aber wo ich große Vorteile sehe bei der Herangehensweise ist, dass wenn du jetzt zum Beispiel gerade an der Bewegungseffizienz arbeiten möchtest, dass halt durch diese submaximalere Anstrengung in den ersten Sätzen, die vermutlich absolut ausreichend ist, um auch das Muskelwachstum ausreichend anzuregen, gerade bei so einer Mehrgelenksübung, aber dadurch, dass du insgesamt einen Großteil der Sätze oder die anfänglichen Sätze ein bisschen weiter entfernt vom Muskelversagen arbeitest, ist es halt ein sehr, sehr gutes Werkzeug, um über die Sätze einfach die Bewegungsqualität sehr hoch oder für sich auch selbst da nochmal ein bisschen größeres Augenmerk drauf zu lenken, als wenn du das jetzt damit vergleichst, dass du innerhalb von einem gewissen Wiederholungsbereich die Anstrengung von Satz zu Satz sehr, sehr fixiert hältst und vielleicht die Wiederholungszahlen oder auch das Arbeitsgewicht so ein bisschen anpasst über die Sätze. Mhm. Aber ich denke generell, das sind verschiedene Herangehensweisen, die auch in der Szene des Powerliftings eigentlich gang und gäbe sind, schon seit Jahren sehr vertreten sind. Und ich glaube, man kann da nicht wirklich dafür sprechen, dass das eine besser oder schlechter ist, sondern das muss man muss halt individuell so einfach die Erfahrung damit mal sammeln für sich. Und es gibt sicherlich für bestimmte Punkte im Training gibt es sicherlich bessere und schlechtere Möglichkeiten auch. Safe. Mhm. Also ich kann es ähnlich so berichten, vor allem was du jetzt am Ende noch gesagt hast, dass man da über die Sätze einfach die Möglichkeit hat, okay, nochmal ein bisschen mehr Augenmerk eben auf die Technik zu legen, weil der erste Satz jetzt nicht direkt der forderndste ist. Und ja, man nutzt dann halt auch irgendwo diese lokale Ermüdung ein bisschen dazu, vielleicht auch einfacher an diese nahen Punkte vom Muskelversagen wegzukommen, also ne, so eine Area 2 oder 1, die geht halt einfach leichter von der Hand, wenn du schon vorermüdet bist. Bei mir resultiert das dann einfach darin, dass die Wiederholungen im Laufe der Sätze dann auch relativ konstant bleiben. Also ich mache dann vielleicht den ersten Satz Halber Squats mit 10 Wiederholungen und 4 Reps in Reserve und der zweite Arbeitssatz ist dann auch wieder bei 10 Wiederholungen, aber dann nur noch 3 Reps in Reserve und ich muss dann eben nicht durch noch mehr Wiederholungen durchgrinden und kann halt diese lokale Ermüdung dann irgendwo auch dazu nutzen, die Sätze so ein bisschen psychologisch vielleicht weniger anspruchsvoll zu machen. Ja. Ja, kann ich definitiv so bestätigen. Auf jeden Fall, ich glaube, dass du bei dem System einfach auch weniger Anforderungen an die Autoregulation innerhalb einer Trainingseinheit hast, weil du ja quasi immer genau das Gleiche anstrebst und einfach nur die relative Intensität ansteigen lässt. Mhm. Ich sehe da nicht das Problem, aber die gewisse Herausforderung, in den darauffolgenden Einheiten eine adäquate Last zu wählen, wenn ich eben bei der gleichen Wiederholungszahl bleiben möchte, weil wir je nach Trainingsstadium ja nicht davon ausgehen können, dass ich sozusagen von Satz zu Satz pro Woche eine Steigerung wahrnehmen kann. Wenn ich zum Beispiel ein gewisses Maß an Anpassungen habe, was mir ermöglicht, dass ich im ersten Satz mehr mache, heißt es nicht unbedingt, dass sozusagen dieses Maß an Anpassung ausreichend ist, dass ich in den Folgesätzen ebenfalls meine Leistung im Vergleich zur vorherigen Woche replizieren kann, beziehungsweise eben in diesem Beispiel übersteigen kann. Mhm. Und da muss man eben aufpassen, dass man in solchen Systemen, wo finde ich eben so ein bisschen der Vorteil von Wiederholungsspannen und einer relativ fixen API, beziehungsweise zumindest den Bereich von der jeweiligen API, dass da der Vorteil ist, dass ich sozusagen durch diese Wiederholungsspanne beziehungsweise diese Betrachtung der Sätze einzeln den Vorteil habe, dass ich sozusagen auch einfach nur im ersten Satz sozusagen eine Steigerung vornehmen kann oder in den ersten beiden, wenn diese eben abrufbar ist, wenn die Anpassung im ausreichenden Maß stattgefunden hat
beispielsweise im dritten Satz dann einfach meine Leistung repliziere aus der vorherigen Woche. Und da finde ich, müssen diese Systeme einfach genug Flexibilität erlauben, dass ich sozusagen Progression nicht vorplane, weil es ja, wie wir wissen, nicht möglich ist, sondern Progression einfach nur dieses Ergebnis von stattgefundener Anpassung ist, dass das letztendlich irgendwo aufgefangen werden muss mit ausreichender Flexibilität innerhalb dieses Systems, was sicherlich möglich ist, was man dann allerdings auch irgendwo beachten sollte, wenn man sich für ein gewisses System entscheidet, dass man nicht die Erwartung entwickelt, sozusagen irgendwo Progression vorausplanen zu können und sozusagen immer statisch in diesem System, so wie ich es jetzt genutzt habe in der jeweiligen Einheit, in den darauffolgenden Einheiten verbleiben zu können. Ja, das hat mich jetzt nochmal auf so einen kleinen Gedanken gebracht, was bei Top- und Backoff-Sätzen sicherlich so ein ganz netter Nebeneffekt ist für viele Athleten, die auch irgendwo sehr darauf fokussiert sind, Progression zu erzielen, das Logbuch irgendwo zu schlagen, ist, dass du halt einfach diesen ersten Satz hast, den du über, wo du die Performance heranziehen kannst und die dann über die Zeit sehr, sehr gut vergleichen kannst. Du hast halt den ersten Arbeitssatz, der dann meistens auch am nächsten am irgendwo am Muskelversagen ist. Es ist halt irgendwie der Topset. Ich glaube, der Gedanke ist, also es muss natürlich nicht so ausgelegt werden, aber es ist, denke ich, doch oft schon so, dass dieser Topset dann eben auch da so herangezogen wird, okay, das ist jetzt so der Satz, an dem messe ich irgendwo meine Performance. Und das mache ich persönlich auch, dass der erste Arbeitssatz eigentlich so der ist, der für mich am repräsentativsten für die akute Performance irgendwo ist, weil da hast du halt noch nicht diese Vorermüdung. Danach, wenn du bei den Sätzen mal eine halbe Minute mehr oder weniger Pause machst, dann kann das sich natürlich schon stark eben auf die Wiederholungsanzahl dann eventuell auch auswirken. Aber beim ersten Arbeitssatz, da sind die Bedingungen halt immer konstant, ne? Und dann lässt sich das Ganze auch leicht von Einheit zu Einheit vergleichen. Und diesen Satz dann eben als den Satz zu sehen, den man dann sag ich mal so als Aushängeschild für die Performance irgendwo hat, das ist, denke ich, sehr, sehr attraktiv für viele Athleten. Ob das jetzt vor allen Dingen für Fortgeschrittene so sinnvoll ist, ist halt eben nochmal eine andere Frage, weil das einen dann auch sehr stark dazu verleitet, vielleicht so ein paar Dinge, die halt für Hypertrophie sehr, sehr relevant sind, dass die halt vielleicht so ein bisschen untergeordnet werden, ne? Dass man sich dann einfach mehr darauf fokussiert, irgendwie diese Zahlen zu schlagen, weil ich sehe es halt wirklich sehr, sehr häufig, dass doch viele Athleten noch nicht so gut da drin sind, dem Prozess so ein bisschen zu vertrauen, sondern halt immer diese Bestätigung in Form von einem Performance-Anstieg mehr oder weniger sehen zu müssen und dass eine Einheit, wenn die Performance nicht angestiegen ist, nicht als produktiv angesehen werden kann. Das fällt, denke ich, auch vielen sehr, sehr schwer. Und das ist vielleicht auch ein Grund, weshalb Top- und Backoff-Sätze da so attraktiv sind, weil man da halt ein bisschen mehr so dieses Reward-Feeling irgendwo bekommt und auch regelmäßiger vor allen Dingen. Ja, absolut. Was man da vielleicht noch anmerken könnte, ist, dass du Top-Sätze grundsätzlich einfach sehr unterschiedlich auslegen kannst. Du kannst zum Beispiel einfach nur eine Vorgabe machen, wie viele Wiederholungen, beispielsweise 6 Wiederholungen für eine bestimmte relative Intensität, zum Beispiel API8, dass das sozusagen die Vorgabe ist und der Trainee, also die Person, die dieses Protokoll ausführt, wählt sozusagen anhand der Tagesverfassung das jeweilige Gewicht. Wenn da dann sozusagen dieses Problem auftritt, dass die Person dazu neigt, jede Einheit mehr machen zu wollen, weil sie vielleicht die Annahme hat, dass das so sein muss oder weil sie einfach für sich den Anspruch so gelegt hat, kann das natürlich zu einem Problem werden, weil wenn du dieses System statisch hältst von Woche zu Woche, ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr groß, dass die relative Intensität konstant übertroffen wird oder vielleicht diese Leistung mit dem jeweiligen Gewicht, was die Person dann wählt, gar nicht abgerufen werden kann. Heißt, aus 5 Wiederholungen, die geplant sind, werden dann 3 oder 4, weil die Tagesverfassung einfach nicht mehr hergibt. Was du da machen kannst, ist, dass du beispielsweise einen Referenzwert am Anfang des Zyklus schaffst, indem du beispielsweise einen Topsatz machst, wo du beispielsweise eine API 7 bis 8 anstrebst, irgendwo in einem Wiederholungsbereich vielleicht von 5 bis 7 Wiederholungen. Und dieses Gewicht, was du genutzt hast, was dich auch in diesen Bereich gebracht hat, nutzt du einfach direkt wieder in der nächsten Einheit, ohne zu überlegen, könnte ich jetzt mehr machen oder eben auch nicht. Und du schaust dann einfach, wo du in diese Wiederholungsspanne
landest mit diesem Gewicht, wenn du die relative Intensität eben erreichen möchtest. Du kannst auch einfach nur mit einem Gewicht arbeiten, ohne die Wiederholungsspanne auszulegen, und einfach immer wieder dieses Protokoll replizieren, und du kannst dann einfach von anhand der API, die jeweils an dem Tag sozusagen dann entsteht, durch dieses Protokoll abschätzen, wie die Tagesverfassung ausfällt. Heißt, dieser Top-Satz kann auch mal einfach von einer gewissen Zeit relativ statisch bleiben, weil wir wissen, dass wenn du irgendwo im Bereich von einer API 7 oder einer API 6 bis 9 verbleibst bei einer Mehrgelenksübung und du schon relativ fortgeschritten bist, dass du einen ausreichend hohen Stimulus erzeugst, um die Proteinsynthese anzuheben, sodass Muskelaufbau entsteht. Eine Einheit mit dem Gewicht bei einer API 7 statt einer API 8 landest, weißt du, okay, deine Tagesverfassung ist vermutlich besser und es ist auch anhand des Papiers oder das, was du dokumentiert hast, Progression. Du hast zwar nicht mehr gemacht, aber die relative Intensität ist geringer, heißt, es ist vermutlich irgendwo Anpassung entstanden. Und so kannst du auch irgendwo aufgreifen, dass die Person nicht konstant versucht, sozusagen immer wieder die vorherige Einheit zu schlagen in Form der Wiederholungen oder des Gewichts, sondern du versuchst einfach nur diesen Top-Satz, zumindest für eine gewisse Zeit, bis sich irgendwo auch dieses Verständnis dafür entwickelt hat, dass ich nicht jede Einheit besser werde oder zumindest nicht das abrufen kann, kannst du eben dieses relativ statische Protokoll als Top-Satz nutzen, was immer noch ihren Zweck für Hypertrophie sozusagen hat, aber eben nicht diese Gefahr mit sich bringt, dass du sozusagen konstant überschießt. Also da würde ich vielleicht auch nochmal was generell zu den Top- und Backoff-Sätzen. Du hattest das ja auch angesprochen, Louis, dass dadurch eben potenziell auch Probleme entstehen können. Ich sehe es zum Beispiel als problematisch an. Also zum einen, du musst ja vor Augen führen, dass die psychologischen Voraussetzungen nicht die gleichen sind auf einer Satz-zu-Satz-Basis. Wenn du dich zum Beispiel mental enorm aufbringst für diesen einen schweren Satz und das macht es dann auch von der Vergleichbarkeit der Leistung schon mal schwer, weil irgendwo die mentale Bereitschaft ist auch das, was mit reinspielt bei der Leistung, die du tatsächlich abrufen kannst. Und ich würde zum Beispiel auch einen einzelnen Satz jetzt nicht wirklich nutzen, um daran wirklich Anpassungen in Form von Muskelaufbau zu bewerten. Weil dafür ist viel mehr entscheidend, dass du irgendwo bei einer vergleichbaren Bewegungsausführung, bei einer ähnlichen Anstrengung, ähnlicher Pausenlänge, über eine gewisse Anzahl an Sätzen, zum Beispiel mit dem gleichen Gewicht, mehr Wiederholungen machen kannst. Aber ich sag mal, in einem einzelnen Satz kommst du immer irgendwie dahin, und auch wenn es nur die psychologische Anstrengung ist, dass du zum Beispiel im Verhältnis zur Vorwoche ein bisschen mehr Gewicht oder Wiederholung, dass du mehr Gewicht verwendest oder mehr Wiederholung ausführst. Und ich würde mal sagen, in der Praxis sieht man sehr, sehr häufig, dass wenn man eben sehr stark mit diesem Top-Satz-System arbeitet, da vielleicht auch eher einen moderaten Wiederholungsbereich verwendet, dass viele Leute dann eben auch wirklich versuchen, proaktiv das Gewicht irgendwo zu steigern. Und ich sehe es wirklich tatsächlich oft, dass es dann dahin geht, dass irgendwo auch die Bewegungsausführung nicht vergleichbar war und die Person vielleicht auch einfach unsauberer arbeitet, weil sie irgendwo im Kopf mehr Gewicht bewegen möchte. Was aber ja zeitgleich einfach in hohem Maß, ich sag mal, Bewegungsausführung ist immer ein dynamisches Spektrum, aber wenn du natürlich jede Woche mehr Gewicht draufpackst und die Ausführung von Woche zu Woche schlechter wird, du irgendwann nur noch die halbe Distanz mit dem Widerstand zurücklegst oder vielleicht auch nicht mehr mit der muskulären Kontrolle arbeitet, dann kannst du nicht pauschal annehmen, dass dieser höhere Widerstand ja einen ähnlichen Reiz für Muskelaufbau mit sich bringt. Gerade wenn eben diese äußeren Rahmenbedingungen wie jetzt Bewegungskontrolle, Umfang, wenn das eben nicht einheitlich gehalten wird. Und da hast du eben so eine gewisse Gefahr, wenn du wirklich dich mental auch so abhängig machst von einem Satz, wo du unbedingt besser werden musst im Verhältnis zum letzten Mal, dass wenn das zum Beispiel auch von jemand extern wie einem Coach jetzt nicht regelmäßig begutachtet wird, und du dich vielleicht auch nicht regelmäßig aufnimmst im Training, dass es sich eben schnell dahin entwickeln kann, dass die Sätze vielleicht gar nicht mehr die Effektivität mit sich bringen, wie du vielleicht denkst. Ja. Sehr, sehr gut gesagt. Ich denke auch, Bodybuilding lebt eher von
einem repetitiven Einsatz und jetzt nicht einer Peak-Performance zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und ich glaube, wir haben das Top- und Back-of-Set-Thema und generell so die Periodisierung der Web-Ranges oder der Trainingsparameter über mehrere Sätze sehr, sehr gut ausgeschlachtet. Habt ihr vielleicht noch finale Gedanken dazu oder wollen wir das Ganze jetzt hier so abschließen? Ja, was man vielleicht noch abschließend sagen kann, ist, dass man das nicht immer nur nach einzelnen Einheiten zum Beispiel sehen muss. Also ich muss jetzt nicht unbedingt für eine Übung über die vorgesehene Anzahl an Sätzen, muss ich nicht mit der gleichen Wiederholungszahl unbedingt arbeiten. Also meiner Meinung nach ist auch im Sinne der Variation sehr, sehr sinnvoll, zum einen über die Woche, wenn du eine Übung mehrmals die Woche ausführst, da natürlich irgendwo mit der Belastung, mit dem Widerstand, den Wiederholungszahlen zu spielen. Aber das schließt natürlich auch nicht aus, dass du zum Beispiel, auch wenn du jetzt 4 Sätze, 5 bis 8 Wiederholungen hast in einer Einheit, dass du einen Satz zum Beispiel auch unterhalb von 5 Wiederholungen ausführst. Also das lässt sich eigentlich beliebig kombinieren. Dementsprechend, ja, viele sehen das so ein bisschen schwarz-weiß, würde ich sagen. Dass du jetzt in der Einheit nur dich in dem und dem Wiederholungsbereich oder mit der Wiederholungszahl bewegen kann. Wobei das natürlich auch, wie Freddy auch schon meinte, so ein dynamisches Spektrum ist. Und es sicherlich so in der gesamtheitlichen Entwicklung sinnvoll ist, je nachdem, was man auch für eine Zielsetzung hat, eben über die Woche so eine gewisse Variation stattfinden zu lassen. Das, was wir jetzt auch besprochen haben, das würde ich auch mal generell mehr auf das Programming wirklich von Mehrgelenksübungen beziehen. Wenn du jetzt zum Beispiel so ein bisschen den Kontrast schlägst, auch so zu deinem ganzen Bodybuilding-Work, die Assistenzübungen, Geräteisolationsübungen, die du so vielleicht noch in deinem Trainingsprogramm mit drin hast, da kannst du natürlich auch, wenn du Übungen mehrmals die Woche ausführst, eine gewisse Variation reinbringen. Aber da versuche ich für mich persönlich in meiner Herangehensweise meist eigentlich über mehrere Wochen ziemlich statisch in einem gewissen Wiederholungsbereich zu arbeiten. Was man vielleicht auch noch anmerken kann, wir haben jetzt so gesehen einzelne Wochen betrachtet, aber das hat jetzt noch nicht die Veränderungen beschrieben, die man eventuell auf wöchentlicher Basis trifft. Es wird ja beispielsweise bei dir vielleicht auch so sein, Louis, wenn du jetzt die Woche ein 3x8 absolvierst, dass du vielleicht die nächste Woche das 3x8 wiederholst, auch bei einer Intensität, dass du aber über deinen Trainingsblock bei dieser Mehrgelenksübung vielleicht über die Zeit auch die Wiederholungszahlen im Schnitt ein bisschen nach unten setzt. Ja. Ich arbeite zum Beispiel immer mit einer Web-Range. Je nachdem versuche ich mich dann innerhalb dieser Web-Range erstmal zu steigern. Sobald ich dann das obere Ende erreicht habe, dann erhöhe ich die Loads und setzt dann meistens dann auch wieder ein bisschen tiefer innerhalb der Web-Range an. Also das könnte durchaus so sein, ja, dass das mal vorkommt, genau. Nee, das macht mich so nennen, dass man das natürlich im Gesamtkontext einfach sehen muss. Und nur weil du jetzt diese Woche eine 8 Wiederholung machst für 3 Sätze, bedeutet das ja nicht, dass du das so auch über die nächsten 6 Wochen zum Beispiel beibehältst. Absolut. Ja. Cool. Jungs, habt ihr noch Zeit für ein kurzes Q&A? Wir haben 3, 4 coole Fragen erhalten, die ich mir rausgesucht habe. Wollen wir die auch noch angehen gleich? Habt ihr noch sicher Zeit? Ich bin gespannt. Ja, wunderbar. Genau, dann würde ich nämlich sagen, schließen wir hier mit Part 1 der Unterhaltung mit den Jungs von APM ab. Vielen Dank an dieser Stelle schon mal fürs Zuhören. Schaltet dann beim nächsten Mal wieder ein. Die Folge kommt dann 1 bis 2 Wochen eventuell später. Also das Q&A, was wir jetzt gleich noch für euch aufnehmen. Ihr kennt das ja, wie immer zum Ende jeder Episode packen wir ein paar Tracks auf die Playlist. Wollte ich jetzt gerade nochmal die Chance nutzen. Ihr müsst dann gleich auch nochmal einen raushauen. Oh. Die Playlist muss gefüttert werden. Da gibt es mittlerweile schon über 200 Follower. Die Leute wollen geile Mucke haben fürs Training, fürs Chillen. Danach hasselt mal hier ein paar nice Tunes raus. Ja, also dann fange ich mal an. Ich würde von Travis Scott Franchise nehmen, die Version mit Future, also der Remix. Nice. Und ich würde mich für Gunna Baby Birkin entscheiden.
Falls es noch nicht in deiner Playlist vorkommt. Nee, Mann. Aber ihr habt jetzt in den Folgen immer Travis Scott oder Gunner Weil gehabt. Also, und Jan Tag, genau. Ich kann noch mal ganz anderen Input geben. Ja, mach mal so rein. Wir sind gleich da komplett beschränkt. In der zweiten Episode könnt ihr euch noch mal ein bisschen austoben. Wie ist es? Gunner Baby? Baby Birkin. Birkin. Okay. Dann nehme ich von AZ und Albi Inshallah. Das ist ein lustiger Track. Okay. Ich kenne ihn sogar tatsächlich, werde ich mir gleich mal geben. Ja, ist ganz lustig. Wunderbar. Ey, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet beim Q&A wieder ein und bis dann. Macht's gut.